Trainer, wie groß war die Erleichterung bei der Mannschaft und dir nach dem ersten Sieg nach zuvor vier sieglosen Spielen? Ja, war natürlich sehr, sehr groß. Ist ja klar, wenn man vier Wochen lang in einer Situation ist, wo man eben nicht so positive Situationen hat oder nicht die Erfolgserlebnisse hat, obwohl man eigentlich die Spiele nicht viel schlechter gespielt hat, ja, dann ist es schon ein bisschen ärgerlich und deswegen sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Jetzt in dieser Endphase mit noch zwei ausstehenden Spielen, wo der KSC einen Punkt noch Vorsprung hat. Wie geht man mit dieser Situation um oder ist das Hauptziel, sie komplett auszublenden? Ja, wir müssen uns auf uns konzentrieren. Ja, wir haben die letzten vier Wochen gemerkt, wie wichtig es ist, die eigenen Spiele zu gewinnen und darum geht es. Und deswegen, alles andere können wir danach dann schauen. Aber jetzt geht es erstmal darum, zu gucken, wie können wir in Paderborn bestehen, ja, wie können wir den Gegner zu Problemen zwingen und wie können wir den Gegner schlagen. Wichtig dabei ist natürlich die Personalsituation. Wie sieht es da derzeit aus? Ja, sehr gut wieder, immer noch sehr gut. Ja. Wir haben ja mit Manu Schäffler letzte Woche schon wieder einen Spieler zurückgekriegt, der kurz angeschlagen war, nicht dabei war. Bei Paddy Breitkreuz ist es so, dass es eigentlich auch gut aussieht, aber er wahrscheinlich für den Samstag noch nicht in Frage kommt. Seine Knieverletzung aus dem Rostock-Spiel ist nicht dramatisch, nicht Schlimmes, aber ist eben noch ein Tick vorhanden und deswegen müssen wir da wahrscheinlich noch eine Aufbauarbeit leisten bis nächste Woche und dann wird er auch wieder dazustoßen. Ansonsten kommen ja auch Andrich und Dams zurück, beide auch schon wieder Thema für den Kader. Ja, das heißt, wir haben kaum mehr Verletzte und vor allem auch keine Gesperrten mehr, ja, was ja sehr, sehr positiv ist. Das heißt, wir können absolut aus dem Vollen schöpfen. Beide sind natürlich ein Thema für den Kader. Überhaupt keine Frage, haben ja auch ihre Qualitäten bewiesen in dieser Saison schon und deswegen stehen sie natürlich zur Verfügung. Der KSC hat es am letzten Wochenende gemerkt, Paderborn stinkt nichts her, beziehungsweise lässt es nicht locker angehen. Wie erwartest du den Gegner am Samstag? Ja, das ist ihr letztes Heimspiel. Ja, sie wollen sich natürlich nochmal gut präsentieren zu Hause. Also da bin ich mir auch sicher, dass da nichts hergeschenkt wird, beziehungsweise auch nicht irgendwo auf Halbgas gefahren wird, sondern es wird eine harte Aufgabe für uns. Wir wissen, wie wir den Gegner schlagen können. Das haben wir in der Vorrunde auch gezeigt. Aber der Gegner will sicherlich auch nicht zweimal gegen uns verlieren. Deswegen werden sie alles abrufen und wir müssen voll dagegen halten. Du sprichst es dagegen halten an. Was erwartest du konkret für ein Spiel und worauf wird es aus deiner Sicht ankommen, um in der Bentley Arena zu bestehen? Ja, wir müssen an die zweite Halbzeit anknüpfen. Ja, ich glaube, da haben wir wieder das Gesicht gezeigt, was wir in der Saison sehr, sehr oft gezeigt haben. Viel, viel Tempo, ja, viel Risiko auch nach vorne, ja, und auch viele Aktionen nach vorne und dann eben auch die Tore gemacht. Ja, das, was uns ausgezeichnet hat im Laufe der Saison, was wir so ein bisschen verloren haben. Wichtig ist einfach, dass wir den Gegner immer wieder hart angehen, ja, dass wir im Zweikampfverhalten klar sind und strukturiert sind und den Gegner einfach so nicht spielen lassen, weil das ist ihre Stärke, wenn wir den Gegner spielen lassen. Dann wird es problematisch werden. Deswegen müssen wir da dagegen halten und nach vorne einfach unsere Bereitschaft, unsere Geilheit entwickeln, Tore zu schießen, beziehungsweise Chancen zu kreieren und dann die eben auch zu machen. Dankeschön. Bitteschön.